Ja, hallo, ich zeige euch nun, wie ihr mit dem B&E Automation Studio eine Visualisierung erzeugt. Dazu gehen wir auf das Testprojekt und fügen ein Objekt hinzu, eine neue VC4 Visualisierung. Und fügen das Ganze gleich zur CPU hinzu. Wir öffnen die Visualisierung. Und erstellen uns einen Datenpunkt in einem Programm, damit wir diese dann in der Visualisierung anzeigen können. Dazu hier ein String. Dieser soll 80 Felder groß sein. Und dieser wird initialisiert mit Hallo Welt. Dann erzeugen wir uns noch eine LED Color vom Typ USInt. Und diese Variable lassen wir mit der anderen LED blinken. In die Visualisierung aktualisiere ich nun die Data Source, die ganzen Datenquellen. So, nun können wir über die Visualisierung auf die Datenpunkte, auf die Variablen direkt zugreifen. Ich wechsle in die Init-Page, das ist die erste Visualisierungsseite, die Automation Studio automatisch anlegt. Erzeuge mir eine Textbox, in die ich nun meinen Datapoint mappen kann und ein Rechteck, bei dem ich jetzt dann zyklisch die Farbe ändere. Dazu benötigen wir eine Color Map, die wird in den Farbtabellen erzeugt. Das sind meine zwei Farben, 0 und 1. Die erste Farbe machen wir schwarz und die zweite machen wir hier blau. Das Ganze kann man hier natürlich auch über eine Farbpalette auswählen. Das war jetzt hier jedoch nur der Rahmen. Hier sieht man der Vorcolor und der Backcolor. Wir wollen ja den Backcolor ändern, deswegen müssen wir hier der Hintergrundfarbe auch noch was anderes geben. Machen wir die einfach mal orange. Dann wählen wir die Color Map aus und somit ist es hier jetzt schon so verknüpft, damit die Farben hier bei dem Rechteck dementsprechend gewechselt werden, wenn sich die Variable ändert. So, dann ist das Ganze schon fertig und wir können mal versuchen zum Kompilieren. Ich bekomme hier schon eine Messagebox aufgepoppt, damit es einige Fehler gibt im Projekt. Dann schauen wir mal, was das alles ist. Die Zuordnung der Visu ist nicht richtig. Dazu wechseln wir in die Physical View und weisen die Visualisierung erstmal der Hardware zu. Wir benötigen für die Simulation auch einen VNC-Viewer, damit wir dann Zugriff auf das Panel haben. Den füge ich jetzt hinzu.
Und hier kann ich dann auch die Visu mappen. So, dann versuche ich das Ganze nochmal. Das Ganze hat fehlerfrei funktioniert und wir übertragen das Ganze. Das Ganze ist jetzt übertragen. Wir können nun überprüfen, wie sich unsere Visualisierung verhält. Dazu öffnen wir einen VNC Viewer und verbinden uns auf das lokale Panel. Und hier sehen wir schon, wie das Rechteck blinkt. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch den Text anzeigen. Der wird deswegen nicht angezeigt, weil die Variable nicht im Projekt verwendet wird. Deswegen wurde sie vom Compiler auch nicht erstellt. Dazu wechsle ich nochmal ins B&E Automation Studio. Und verwende die Variable einmal. Somit wird sie auch vom Compiler erstellt. Wir übertragen das gleiche. Okay. VNC Viewer starten. Und sehen, das Ganze funktioniert hier jetzt also. In diesem Video habt ihr gelernt, wie ihr mit B&E Automation Studio eine Visualisierung erzeugt, sie auf ein virtuelles Panel verknüpft und über den VNC Viewer darauf zugreift.